So don't act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick. Zeigt ein und dasselbe, wie der Mond. Denn der Mond dreht sich auch im Laufe der Nacht perspektivisch im Uhrzeigersinn nach rechts. Das sehen wir hier. Schon nach wenigen Stunden können wir feststellen, er hat sich leicht gedreht. Dieses betrifft auch alle Himmelskörper sowie den Jupiter. Auch er dreht sich im Laufe der Nacht perspektivisch im Uhrzeigersinn mit seinen Monden Amalthea, Europa, Callisto und Io. Das Wort Jupiter-Rotation lässt sich jetzt nach ein Jahr Recherche nicht bestätigen. Wir können dieses Wort getrost aus dem Wortschatz streichen. Hier rotiert überhaupt nichts. Da wollte ich auch kurz einhaken, weil ich habe da Videos gefunden, wo halt die Venus rotiert oder rotierend auch aufgenommen ist. Und ja, ich weiß nicht, ob das ob man das so klar sagen kann, dass da nichts rotiert, dass die Venus nicht rotiert. Finde ich ein bisschen problematisch jetzt an der Stelle. Und ich zeige mal hier so eine Aufnahme. Ja, genau, oder das ist doch. Ja. Meinst du, diese, das ist ja angeblich ein Amateur, ne? Das kann natürlich auch alles gefälscht sein. Ja, ja. Das meinst sieht, du, man nicht, sieht man nicht recht aus. Müsste ich den Photoshop reinziehen. Also es sieht auf jeden Fall animiert. Ja, wer weiß, also das im Prinzip sehe ich so den Jupiter nicht durch meine Kamera. Habe ich ja gezeigt da. Das ist nur eine Lichterscheinung am Firmament, meiner Meinung nach. Das halte ich für ausgeschlossen, meine Damen und Herren. Aber glaubt mir nicht, aber glaubt auch diesem Bild hier nicht. Ich finde, das ist immer noch ein schwieriges Thema, ja, weil wir jetzt nicht... Ja, viele Sachen können wir einfach noch nicht ausschließen. Dass meine Gruppe die sauberste und größte deutschsprachige Community für Flat Earther ist, sieht er sich nun konkurriert. Das war der Grund, warum er am Sonntag sich in seiner Live-Sendung blamierte. Der Mann ohne Gesicht und ohne Namen, der mir Jupiter CGI-Bullshit vor die Nase hielt und die Jupiter-Rotation bestätigt haben wollte von mir, einem Flat Earther. Sehe ich so den Jupiter nicht? Durch meine Kamera, durch meine Kamera, durch meine Kamera, durch meine Kamera. Most everyone who has a telescope will eventually discover that they can take a picture of the moon or the planets with nothing more than the camera that's in their cell phone. Simply hold up the camera in front of the eyepiece and take a picture. But soon after that, you begin to wonder how you can take even better pictures. In this video, I'm going to show you how to take a great picture of Jupiter with nothing more than a webcam. This is Celestron's NextImage 5 astrophotography camera, which is just a webcam with no lens. It comes with a hollow cylinder that screws onto the camera. The cylinder is the same size as the eyepiece, and you simply replace the eyepiece of your telescope with the camera. Your telescope then becomes the lens for your webcam. Now I recommend you don't use the diagonal, that you just plug the camera directly into the telescope. The diagonal causes you to have a mirror image, and it's just one more piece of optics that will block and distort the photons. Die Venus hier oben rechts im Bild steht jeden Abend momentan sehr hell sichtbar am Himmel. Und ja, hier sehen wir mal ein paar misslungene Aufnahmen von mir. Jedes Mal kommen Wolken dazwischen oder Hochnebel. Das versaut mir oft den Spaß. Aber wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Manchmal ist es eine Mühe, eine Timelapse-Aufnahme zu machen. Mann, Mann, Mann.
Und dass wir die Venus bis spät in den Abend hinein noch am Himmel beobachten können, ist laut heliozentrischem Weltbild unmöglich, denn die Venus kreist näher um die Sonne als die Erdkugel. Und wir dürften die Venus also nur am Tag übersehen, wenn die Erdkugel der Sonne zugewandt ist, eben auch, wo die Venus sich befindet.